Morgen, ihr Lieben. Wir haben jetzt Tag 2. Heute ist Mittwoch für uns bei der Derbywoche. Ich bin sehr aufgeregt. Heute ist nämlich der erste Start. 15.30 Uhr soll die Prüfung beginnen. Ich bin aber erst jetzt voraussichtlich 53. Starterin. Ich glaube 75 oder so sind es. Ja, ich bin aufgeregt. Wir werden dann nach dem Frühstück zum Parkplatz fahren und von dort aus dann wieder mit dem Shuttle zum Derbypark. Vielleicht kriege ich Alex dazu, dass er mich beim Derbypark gleich rauslässt, dass wir einmal eine Ecke fahren. Weil dann kann ich nämlich schon Püppi füttern und schon mal spazieren gehen und das hält uns nicht beide so lange auf. Weil der Parkplatz ist ein ganzes Stück weg, es sind so Berufsverkehr, 25 Minuten mit dem Shuttle und das ist ja... Wäre jetzt blöd, dann wären wir ganz schön spät da. Ja. Ich werde euch natürlich wieder viel mitnehmen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und ja, ich hoffe, wir können euch ganz viele Eindrücke vermitteln und zeigen. Gefrühstückt und jetzt geht's umziehen, weil so wollen wir jetzt nicht gehen. Und dann geht's zu Pippi. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Sonst ist es nämlich blöd. Das Hotel ist im Berufsverkehr eine halbe Stunde weg. Und das Auto ist auch nochmal 20 Minuten weg vom Derbyplatz. I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me, so give me. Take it to Mars, oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me break in. Doch ganz oft gefragt, wie ich die Bewegung sicherstelle. Einfach ganz oft spazieren gehen. Also Lumpi würde ich zweimal am Tag reiten. Für sie ist das aber jetzt nicht so das Richtige. Mit ihr gehe ich lieber ganz viel spazieren. Sie soll ja heute Nachmittag gut gelaunt sein und dann nicht denken, oh nein, nicht schon wieder reiten. Ich verbinde gleich mal zwei Sachen miteinander. Und zwar die Frage, was ich reite, mit einer Frage, die kam, wieso nicht die Püppi für Lumpi jetzt die Derby-Tour geht. Dazu sei gesagt, dass nie geplant war, dass Lumpi die Derby-Tour geht, weil er ein totaler Körperklaus ist. Und er hätte die Classic-Tour gehen sollen. Und Püppi Derby-Tour heißt also, es ist alles wie gehabt, nur dass Lumpi eben nicht dabei ist. Ja, und wir versuchen uns in der Derby-Tour. Hey, Mäuschen! Saskia gerade einmal abladen und ja, dann geht's endlich Mittagessen. Ich hab mein Metall. Wenn diese Influencer. Nur am Handy. Just watch me break.
just watch me break. I've been trying to take my eyes off you. Oh girl, it ain't easy, just let go of that body. Why you gotta keep flirting like you do? I waited so patiently, but you don't seem sorry. I seen a little DM trying to make some plans. Now come on baby, later in the PM, hope that you would understand. I think that if you get to know me, see, I'm way more than nice. I wanna hold you, let me feel you till the morning light. I'm more than just 9 to 5. Everyone's gone, it's only you and I. Looks like we'll be staying up all night. Time to play what you say. I'm here for you, I'm working overtime. I'm more than 9 to 5. Come on, let your clothes drop down to the floor. I wanna see you moving slowly to the music. We'll be dimming the lights, then lock the door. I know it sounds crazy, but hey, we're gonna do it. Come on, yeah. Send a little DM, trying to make some plans. Trying, baby. Come on, baby, later in the PM. Hope that you would understand. I think that if you get to know. If you could look into my eyes, you'd see why I am hypnotized. Oh, you get drunk with desiring high from all the things your dirty mind wants. You wanna see what's deep inside and take it for a mighty ride. Oh, you get some from all fire and dime from all the things your dirty mind wants. So lustig war. Na, du warst einfach so, wie man halt alleine ist, so gedankenversunken vor dich rum.
Und dann irgendwann dreht er sich so um und so. Ich fand's lustig. Das war voll creepy. Du guckst aus dem Augenwinkel, da so ein Gesicht. Können wir jetzt mal kurz bei der Wahrheit. Bei der Wahrheit. Ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe. Ruhe bewahren, das wollte ich sagen. Ruhe bewahren. Dankeschön. Ruhe bewahren. Wir sind auf dem. Ruhe bewahren. Wir sind nicht auf dem Heimweg, aber ins Hotel. Die Ginny chauffiert uns. Wunderbar. Es ist ein Traum, hier Beifahrer zu sein. Muss man ja auch mal erwähnen, ja? Ja. Ich bin mit dem Tag so halb zufrieden. Eigentlich, Hurricane. Nein. Jetzt hast du irgendwas gedrückt. Hier steht irgendwas mit Autofokus. Egal, ich mache es einfach weiter. Also draußen auf dem Abreiteplatz war am Anfang super. Super easy, locker, entspannt. Zum Sprung hin schön Zug gehabt. Und dann wollten wir eigentlich den letzten Oxer springen. Und da ging gar nichts mehr. Auf einmal komplett dicht gemacht. Ist nicht mehr über den Oxer drüber gesprungen. Ich weiß nicht, was war. Es war dahinter nichts. Sie ist ja sehr empfindlich, wenn dahinter irgendwie ein Pferd mal langgelaufen ist. Aber es war überhaupt nichts. Und ja, dann habe ich noch steil gemacht. Dann hatten die gerade den Oxer runtergebaut. Den nochmal schnell gemacht. Es wird hier nicht gelästert nebenbei. Und ja, so bin ich dann reingeritten. Ich hatte richtig Wut, weil das war überhaupt kein Grund da draußen. Und so bin ich dann auch echt dort losgeritten. Die Eins, eigentlich, also für die Eins viel zu doll, aber ich wusste ja nicht, was ist. Also ich wollte da unbedingt jetzt ihr zeigen, wie der Hase läuft. Und bin da eben dementsprechend einfach ein bisschen bestimmter rangegangen. Auf groß hat sie sich dann nicht getraut. Ich habe noch ein Bein gemacht, das ist nicht schlimm. Aber danach war richtig Fluss drin. Hätte ich nicht gedacht. Zwei war ja gleich ein Riesenochser, auch 1,50 tief. Und eigentlich so Stangen, die sie gerne mal mitnimmt, weil die so braun eben waren. Also hammermäßig. Wirklich, die ist so in der Luft, das war der Wahnsinn. Diesen riesigen Birkenochser im Schlaf, wirklich wie als würde sie nie was anderes machen. Danach gleich großen Ochser an den Bahnschranken, war sie ein bisschen überrascht. Da hätte ich sie durch die Wendung oder vor der Wendung besser auf dem Bein haben müssen. Aber sie war da ziemlich abgelenkt von den Blumen da und da war sie nicht so konzentriert bei mir. Ich kam nicht richtig durch und da war das dann ein bisschen überraschend für sie. Hat sie etwas gestockt und deswegen, ja, kamen wir da nicht so schön durch, wie ich das gerne gehabt hätte, weil eigentlich ist das eine schöne Übung, die sie gut kann. Ja, aber vor Wammerts Grab fand sie so gruselig, das war dann auch Momos Grab sozusagen, dass sie da eben partout nicht wollte. War beim Warm-up schon sehr schüchtern und itzig an der Stelle. Wir haben da wirklich ganz viel, ganz in Ruhe reingeführt immer. Und dann stand sie eigentlich auch entspannt da drin. Jetzt im Nachhinein denken wir uns, vielleicht hätten wir es gar nicht zeigen sollen, weil dann hätte sie nicht gewusst, was kommt. So wusste sie ja, wenn ich da drauf zureite, sie wusste genau, was da unten ist und was da hinten dann, ja, sie erwartet. Deswegen, ja, keine Ahnung. Man weiß es eben nicht. Wenn ich es nicht gezeigt hätte und sie hätte geparkt, hätte ich mir gedacht, toll, hätte ich es mal gezeigt. Ja, so. Man kann es ja eigentlich nur falsch machen. Aber das ist echt schade gewesen, weil ich bin mir sicher, wir hätten das richtig toll nach Hause getragen. Aber so ist das Leben eben. Für uns beide war das ja eine Premiere und sie hat ja auch noch wenig Erfahrung. Gesprungen, wirklich ganz hervorragend, ganz fantastisch. Da bin ich sehr happy drüber und sehr stolz. Und ja, mal schauen, was die Woche noch so bringt. Wir sind jetzt gleich im Hotel. Dann schneide ich Video und dann falle ich ins Bett. Ich wollte eigentlich jetzt schon schlafen, so nach meinem Plan, aber irgendwie hat sich das wieder hingezogen. Ha? Wer war daran wieder schuld? Wegen wem mussten wir denn nochmal zum Transporter? Prinzessin. Mich musst du nicht angucken. Du bist die Prinzessin. Nee, von uns beiden bist du die Prinzessin. No. Ja, jedenfalls. Weißt du, was ich meine? Wenn du 50 geht's morgen bist, bist du mit der One Week vom Derby weiter.
Morgen ist aber für mich Feierabend sozusagen, ganz entspannt, weil ich habe morgen keine Prüfung. Wir werden nur ein bisschen entspannt reiten, viel spazieren gehen, das Derby genießen und mal schauen, was wir den ganzen Tag so treiben. Trotzdem nehmen wir euch natürlich mit und zeigen euch, was wir den ganzen Tag so erleben. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, viel Spaß mit den nächsten Vlogs.